Einen Tag bevor die neue Drittligasaison losgeht, hat Hansa Rostock noch mal zugeschlagen. Ihn hier haben sie verpflichtet, John Verhoog am Ball. Das ist ein erfahrener Mann aus der zweiten Bundesliga, der für Tore sorgen soll. Vorne also. Hinten im Kasten, da gibt es in diesem Jahr auch einen neuen Hoffnungsträger. Ganz erfahrener Mann. 28 von Wien Wiesbaden gekommen. Das ist Markus Kolke. Der wird Krake genannt, weil er so viele Bälle hält. Das hier, das war noch der letzte Test gegen Hannover. Morgen dann wird's ernst. Ich bin Markus Kolke und der neue Torwart von Hansa Rostock. Wenn man nicht ein bisschen verrückt ist, braucht man, glaube ich, nicht ins Tor gehen. Sonst macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich habe als kleiner Junge schon rund um die Uhr immer kicken wollen und habe auch gekickt. Durfte es zum Glück auch von meinen Eltern. Und von daher, es macht einfach Spaß. Markus war kontinuierlich über die letzten Jahre. War ja für mich der beste Torhüter in der dritten Liga, kann man so sagen. War immer dann auch wirklich ekelhaft gegen ihn zu spielen. Das war schon phänomenal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer, 20.000 oder 18.500 Zuschauer. Mannheim auch eine sehr positiv verrückte Stadt bezüglich Fußball. Und Aufstiege sind immer was Besonderes und hat sehr viel Spaß gemacht dort. Da bin ich erstmal schön mit meiner Frau und mit meinem Kind in Urlaub gefahren. Ja. Das war schön, erstmal abschalten, im Kopf abschalten und so weiter. Ja, und dann ging schon wieder der Stress los. Pause war nicht so lange, ist schon kräftezehrend, aber am Ende lohnt sich's immer. Hey Kolle, alias Mr. Krake. Ich wünsche dir eine unglaublich schöne Zeit in Rostock, eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft. Und ich wünsche dir persönlich, dass du zeigst, dass du nach wie vor einer der besten Torhüter in dieser Liga bist. Und einfach nur Gas gibst. Du passt nach Rostock, die Fans werden dich feiern und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ja, das ist ein sehr enger Freund von mir. In Wiesbaden kennengelernt, klar, vorher schon ein paar Duelle gehabt gegen ihn, unter anderem bei Rostock. Hab mich auch bei ihm informiert über Rostock, hab vorher schon sehr gute Dinge nur gehört über Rostock. Und ja, ist ein sehr enger Freund von mir. Ich bin bei einem geilen Verein gelandet, was ich jetzt in den ersten 3 Wochen schon mitgekriegt habe. Vorher in den 8 Jahren bei den Auswärtsspielen habe ich die Fans kennengelernt. Da haben sie mich noch als Gegner aufgefasst. Jetzt müssen sie mich mögen oder ich hoffe, dass sie mich mögen. Ich fühle mich rundum wohl und im Moment kann es nicht besser laufen für mich.